Moin Moin, ich bin's wieder, euer Jake, wie der ein oder andere mal wieder am Titel gesehen, dann geht's heute um Anwesen für Mafias. Und da würde ich sagen, das betreten wir das erste Haus. Das hier die Garage. Die ist, ja, klein aber fein. Von der Garage aus kann man sofort ins Haus gehen. Habt so eine Weihnachtsbaumlöcherin für Weihnachten. Pool habt ihr. Für NPCs, die ihr immer zusammenboxen könnt. Natürlich sollte man es nicht machen. Ihr habt hier eine Bar, eine Küche, eine kleine Süßigkeit aus dem Süßigkeitenautomaten. Das war die Garage, natürlich wusste ich doch. Rein und Test. Hier kommt ihr rein, raus. Ein Weg davon. Hier so eine kleine Dusche, Toilette. Dann kommt ihr in einen anderen Flur. Habt ihr hier Schlafzimmer? Ihr habt dann wieder eine Toilette, eine Umkleide natürlich. Mehr werde ich jetzt in dem Haus auch nicht zeigen unbedingt, außer hier würde jetzt noch irgendwas Krasses existieren, so wie ein Folterkeller oder whatever. Aber das ist halt ein Anwesen von Pomia. Wir sind jetzt aber dem nächsten. Es ist somit angekommen beim nächsten Anwesen. Geht ihr wieder rein? Das Anwesen kennt man aus GTA. Das heißt, das Anwesen, so das Haus, fährt man öfters vorbei. Dann habt ihr hier ein paar Fischis. Habt ihr in der Küche einen Aufenthaltsraum. Dann könnt ihr hier in den Garten gehen. Ist ein kleines, aber feines Apartment. Anwesen. Ihr könnt ihr wieder in der Garage gehen. Hoppala. Hier habt ihr ein Schlafzimmer. Die Toilette war das natürlich. Hier ist ein Schlafzimmer. Mehr würde ich denn jetzt ja auch nicht zeigen, weil es gibt halt nicht mehr. Und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Anwesen. Achso, vorweg, jedes Anwesen, was ihr für eure Fraktion bekommt, ist kostenlos. Nur mal so nebenbei, ne? So, wir sind angekommen. Bei dem Platz, da würde ich jetzt nicht allzu viel zeigen, außer dass ihr eine Gangzone betreten habt und eine Bemeldung dafür bekommt, weil ihr halt nicht in der Gang seid. Aber ich würde jetzt sagen, ich muss jetzt nicht direkt so viel zeigen. Ich denke mal, dass man die Hut halt kennt von anderen Servern. Aber ist halt geiles Gimmick, finde das natürlich hier. Deswegen würde ich jetzt hier auch nicht unbedingt irgendwas zeigen. Wer es halt nicht kennt, kommt auf den Server, guckt es sich an. Und ja, ist ein geiles Gimmick, ist ein geiles Anwesen. Fällt mir. Und somit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten. Somit angekommen beim nächsten. Bist du bereit? Gehen wir mit No. Gehen wir nicht rüber. No Clip. Der ein oder andere wird es halt kennen. Ist auch ein schönes Anwesen. Man muss aber Marvel-Fan sein, um das hier zu mögen. Denn es hat so einen kleinen Hauch von. Den sofort von Iron Man. Ist für mich aber ein echt schönes Anwesen. Es ist echt groß. Und ich werde jetzt hier auch nicht so viel zeigen. Man kann ja auf den Server kommen und sich hier einfach angucken. Sind frei betretlich, begehlich. Kann man betreten. Und ja, somit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten. Bis gleich. Mal wieder angekommen beim nächsten Anwesen, das vielleicht auch manche kennen könnten. Ich kenne es aus dem Video von jemandem und finde es auf jeden Fall auch nicht schlecht. Hat auf jeden Fall was. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Kann man machen. Brauche ich jetzt auch nicht so viel zeigen, weil ich sage euch, so wie es ist, guckt es euch selber an. Damit könnt ihr nicht wissen, ob ihr es haben wollt für eure Fraktion. Falls ihr eine öffnen wollt, könnt ihr auch im Pool springen, habt einen kleinen Spa-Bereich. Ja, würde sagen, wir sehen uns dann wieder beim nächsten. Bis gleich. Wir haben wieder angekommen im anderen Anwesen. Ich habe das auch so gemacht, dass nicht alle Spieler mitten in der Stadt sind. Und somit habt ihr hier nochmal eins. Ja, man könnte jetzt sagen, wir könnten beschossen werden. Jungs, es ist so offen. Richtig, ihr könnt beschossen werden. Richtig. Aber bei uns
Ist eher Regengold anstatt Schießen. Klar, Schießen auch da wird es geben, aber erst reden, dann schießen. Denn ich sage euch ehrlich, die Worte bleiben in einem Charakter drinne. Die Schüsse meistens nicht, weil die sich vergessen müssen, was passiert ist. Merkt euch das einfach. Denn auch in Real Life ist das Reden Gold und auch das Reden eine der größten Waffen, die überhaupt existieren und viele unterschätzen, denn die Worte verletzen und bleiben für immer im Gedächtnis. Somit sehen wir uns dann beim nächsten. Und somit wieder angekommen beim noch einen. Und ich finde, das ist zwar klein, ja, aber das ist irgendwie meines Erachtens eins der schönsten, die ich habe. So, wenn es dunkel wäre, würde hier auch Licht sein. Würde man auch hier oben so sehen. Es ist auf jeden Fall wirklich schön. Ich würde jetzt hier nichts umändern, weil wir halt einen Real-Life-Timer haben und man halt genau das sieht, wie es im Real-Life ist, genauso wie das Wetter. So, mal ein bisschen hochsprinten. Ihr habt den kleinen Pool. Ich zeige euch gleich ein ein schönes kleines Gimmick. Ja, wenn ihr das Anwesen für eure Fraktion natürlich habt, habt ihr natürlich Schlüssel dafür, ist ja logisch. Wäre doof, wenn nicht, aber jetzt gerade hat keiner irgendwas hier auf dem Server. Und aus dem Grund, ja, ich habe nur getestet und zeigen wollen, dass da ein Fenster drin ist. Jetzt zeige ich euch was Geiles. Ja, ihr müsst wirklich schwimmen können. Das ist auch, finde ich, echt schön gemacht so. Man kommt hier nicht raus. Aber man kann mal rausschwimmen, man kann mal rausgucken. Ist einfach schön. Ist einfach schön. Ist einfach schön. Also ich finde es wirklich hammergeil. Somit sehen wir uns dann wieder beim nächsten. Hier zeige ich euch wirklich eins der krassesten Anwesen, die wir jemals hatten auf dem Server und jemals haben werden. Und für dieses Anwesen müsst ihr wirklich euch ein Zeug, das zu bekommen. Ich bin Teamler, mir gehört der Server, ich möchte dieses Anwesen nicht haben. Ich gönne es nämlich einer Fraktion, die sich anstrengt. Und gebe euch wirklich einen kleinen Rat. Ich will es auch haben eigentlich, aber ich gönne es jemanden. Und das ist wirklich Maschallah, weil, wenn es das. Es ist einfach geil. Genau aus diesem Grund. Ihr habt einfach einen Folterkammer mit drin. Und was will man mehr haben, ja? Es ist auch nicht klein. Ihr habt hier wirklich viele Möglichkeiten. Uppala. Ihr habt hier wirklich sehr viele Möglichkeiten. In jeden Raum könnt ihr reingehen, soweit wie ich es weiß und in Erinnerung habe. Ja, ihr könnt in jeden Raum reingehen. Also jeder eurer Fraktionsmitglieder hat ein eigenes Zimmer und kann also dementsprechend, ey, zu dick, dementsprechend auch betreten und auch benutzen. Es ist geil. Also, ich habe noch nichts Schöneres gesehen als sowas. Ja, gut, okay, das Bad ist jetzt nicht wunderschick. Da war auch schon wieder sauber. Aber es sind halt so kleine Gimmicks, ne? Also. Es ist eigentlich ein Hotel. So ein Mafia-Hotel. Wenn ihr versteht, was ich meine. Kann man auch gut bespielen. Somit sehen wir uns wieder beim nächsten. Hier sind wir an etwas angekommen, wo ich selber nicht weiß, ob man das als Hut haben möchte für eine Gang. Was auch krass wäre, weil das sehr krass versteckt ist und ich das halt nicht zeigen möchte wegen dem zweiten Hintergrund. Und zwar kann man hier auch einen Meetingraum hinmachen. Für Meetings unter Fraktionen. Wenn halt was Großes ansteht. Ja. Es ist schön. Man kann es für eine Hut benutzen. Man kann es, wie gesagt, für Meetingraum benutzen. Wenn Meetings anstehen. Wenn man zum Beispiel weiß, eine neue Familie ist in der Stadt. Man hat keinen Bock auf sie. Oder. Es gibt so viele Freiheiten. Und deswegen. Und das ist auch halt nichts Kleines. Also, je nachdem, wie man möchte, kann man dies ja auch dann benutzen. Somit sehen wir uns dann beim nächsten. Wer dies nimmt, hat auf jeden Fall auch ein paar Schwierigkeiten, würde ich jetzt einfach behaupten. Aber er hat dafür eine dicke, fette Aussicht, die echt schön ist. Und das hier ist halt noch ein Anwesen. Ihr könnt hier unten einfach reingehen. Wer gerade sagen. Dann seid ihr unten drinne. Ist zwar klein, aber auch echt schön. Ist auch ein Anwesen, was man halt besitzen kann. Es muss halt jeder selber für sich entscheiden, was er möchte und was nicht.
Denn es ist sehr groß. Es ist nicht in der Breite, aber dafür eine Höhe echt akzeptabel und das kann man echt gut nutzen. Weil diese Puppe. Ja. Ne? Reden wir nicht drüber. Lassen wir einfach so im Raum stehen, würde ich sagen. Und auch wenn hier Leute mal vor eurer Haustür stehen, ihr seht das auf jeden Fall. Also hier kann man wirklich vieles machen. Es ist wirklich ein schönes Anwesen. So mit angekommen bei dem. Und ich glaube, es gibt jetzt noch eins. Und dann wäre es das letzte gewesen. Nee, das war gerade das letzte. Somit verabschiede ich mich. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Jack. Ciao, ciao.